Mit der Treffsicherheit nimmt es Maximilian Kroll nicht so genau. Muss er auch nicht. Tore werfen, für ihn kein Thema, verhindern soll er sie. Und das macht er gut, so gut, dass er ab kommender Saison als nächstes Füchse-Eigengewächs aus der A-Jugend in den Profikader wechselt. Kroll ist damit nach Silvio Heinevetter und Petr Stochel der dritte Mann zwischen den Pfosten der Berliner. Für den 19-Jährigen geht ein Traum in Erfüllung. Man hat schon als kleines Kind halt so gedacht, bei den Großen mal mitzuspielen. Jetzt ist halt dieser Traum echt wahr geworden. Man hat diesen Vertrag bekommen. Und ja, ist halt schon schön, da groß mitzutrainieren. Dagegen ganz irdische Ziele setzt sich der 19-Jährige für seine erste Profisaison. Ja, der ersten Mannschaft so weit helfen, wie es geht. Mich als Nummer 1 in der zweiten Mannschaft zu etablieren. Maximilian Kroll, der Bodenständige auf dem Weg nach ganz oben. Vielleicht sieht man ihn schon bald öfter im Tor der Bundesligamannschaft. Bis dahin macht er das, was er am besten kann, seine Kasten sauber halten. Und das nimmt der Fuchs ganz genau.